Das nächste Gerät, welches von besonderer Bedeutung in der refraktiven Chirurgie ist, das ist der Schwinzerius. Es handelt sich hier um eine Kombination einer Scheinflugkamera mit einer Placido-Disc-Kamera. Mit diesem Gerät können wir auch die meisten Verhältnisse im Bereich des vorderen Augenabschnittes beurteilen. Das Nachfolgemodell ist das MS39, welches die Placido-Discs mit der OCT-Technologie kombiniert. Das heißt, wir haben noch die ältere Technologie, die neuere Technologie. Wir können auch die Unterschiede erkennen. Mit diesem Gerät können wir auch die Trockenheit des Auges beurteilen. Wir können auch die dynamische Pupillenveränderungen auch beurteilen. Das heißt, Sie sehen, ein Gerät mit vielen Einsatzgebieten. Letztendlich geht es darum, dass wir so viele wie mögliche Daten bekommen, damit die Qualität der Behandlung so gut wie möglich ist.